Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben ein Drittligaspiel gesehen, ein richtiges Spitzenspiel gesehen, wo wir halt ein bisschen besser ins Spiel gekommen sind mit dem frühen Tor. Aber danach hat Duisburg schon halt mehr vom Spiel gehabt. Aber am Ende der ersten Halbzeit haben wir zwei, drei richtig gute Chancen, wo wir halt auf 2-0 erhöhen können. Das tun wir nicht. Deswegen wissen wir in der Halbzeit, dass es sehr eng werden kann in der zweiten Halbzeit. Wir haben versucht, in der zweiten Halbzeit weiterhin gut zu verteidigen, aber auch unsere Chancen nach vorne zu suchen. Es ist uns nicht unbedingt gelungen. Wir kriegen dort eine Standardsituation, ein Gegentor und dann hat man gesehen, die Qualität von Duisburg immer wieder nachgesetzt, immer wieder halt torgefährlich. Haben auch das 2-1 gemacht. Nichtsdestotrotz, die Mannschaft hat immer an sich geglaubt, auch wenn es am Ende etwas glücklich ist, auf gar keinen Fall unverdient. Es ist 2-2 und bin einfach stolz auf die Mannschaft, wie sie sich hier heute präsentiert haben gegen meiner Meinung nach die beste Mannschaft der Liga. Dankeschön. Vielen Dank, Joe. Ilja Krojev, bitte. Ja, ich bin auch, Joe, deiner Meinung. Das war auch richtig, richtig gutes Spiel heute. Denke ich auch, richtig gutes Niveau mit sehr viel Fußball, natürlich auch Zweikämpfe und auch, auch von Taktik geprägt. Aber trotzdem, ich denke, jeder, wo auch heute im Stadion war, kann auch zufrieden sein, weil er auch ein richtig gutes Spiel gesehen hat. 0-1 Osnabrück, ich sage ja auch, dass wir auch gut ins Spiel gekommen sind, weil schon bei ersten Angriff hätten wir auch ein paar Sekunden davor in Führung gehen können. Dann haben wir aber leider nie geschafft und dann sind wir in Rückstand geraten. Und was wir richtig gut gemacht haben, wir haben auch keine Phase gehabt nach dem Tor, wo wir auch gezweifelt haben. Wir haben weiter mit der Überzeugung gespielt, richtig gute Züge nach vorne gespielt, waren wir auch gefährlich. Natürlich haben wir nie geschafft, eine klare Chance uns zu erarbeiten. Und dann kommt die Phase zwischen 30 und 45 Minuten, wo, um ehrlich zu sein, Osnabrück hat zwei gute Chancen gehabt und das könnte auch gefährlich für uns sein. Danach, zweite Halbzeit, haben wir ein paar Kleinigkeiten korrigiert. Durch Standardstor haben wir Ausgleich gemacht und dann von daher denke ich mir, dass wir auch richtig gute Halbzeit geliefert haben, richtig gute Einstellung, richtig gute Fußball gespielt und auch natürlich haben wir auch Möglichkeiten, auch nach dem 2-1 dritte Tor zu machen und das Ding auch für uns positiv für uns zu beenden mit einem Sieg. Das haben wir auch heute unbedingt gewollt, auch für uns, aber auch natürlich für Tony. Wir haben auch gewusst, dass heute ein sehr emotionales Spiel ist. Wir haben auch heute Spitzenspiel gesehen, gute Fußball gesehen und auch, was ich jetzt gesehen habe nach dem Spiel mit unserer Video- und Scout-Abteilung, war von Kick keine Abseitsaktion, bevor wir Gegentor bekommen haben. Kick startet definitiv aus unserer Hälfte. Aber Punkt ist absolut verdient und das ist auch, sagen wir so, wenn man weiß, wie wir in Osnabrück ausgeglichen haben, dann auch irgendwie gab es in diesem Leben Berechtigkeit und heute hat am Ende Osnabrück das getan. Danke, ja. Ihre Fragen bitte. Kurz, Joachim Droll, bitte. Ja, du hast es vor dem Spiel schon gesagt, die Emotionen dürften nicht überhand nehmen. Das frühe 0-1 wirst du aber nicht darauf jetzt zurückführen, dass die Mannschaft vielleicht doch noch zu sehr im anderen Modus war. Nein, du weißt, Droll, dass wir erstmal die Fehler bei uns suchen. Das war auch nicht gut verteidigt. Das hat mit Emotionen nichts zu tun. Natürlich waren wir berührt auch von der kompletten Choreografie von alles, was hier läuft, weil wir die Mannschaft kennt, Toni, sehr gut. Und natürlich ist nicht einfach, dich nur aufs Spiel zu konzentrieren. Aber ich denke, dass wenn man sieht, wie wir das nach dem 0-1 weitergespielt haben, was wir getan haben, dann kann man auch sagen, dass wir auch Emotionen ein bisschen zur Seite geschoben haben. Und das war auch richtig so. Harald Pistorius, bitte. Kannst du schon sagen, wie ernst die Verletzung von Ochi Fried ist? Ja, wir müssen zweimal wechseln, Michael Hohenstedt und Ochi. Michael wieder mit Achillessehne ein bisschen halt, hat es gezogen. Und bei Ochi ist dann der Leiste ein bisschen was, aber wir haben ihm in der Halbzeit gesagt, wenn es halt schlimmer wird, dann soll er sagen, dann wechseln wir ihn sofort aus. Wir müssen halt heute Abend und morgen Untersuchungen abwarten, aber wir glauben, dass es halt nicht so ernst ist. Unser Transferwert steigt jede Woche.
Ja, am liebsten möchte ich ihn bei mir haben, natürlich. Aber wenn er halt so trifft, dann natürlich schauen auch alle Mannschaften da drauf. Aber wir sind froh, dass wir ihn bei uns haben. Er hat gut gemacht, hat unser Spiel belebt, hat sich gut reingeworfen bei jedem Zweikampf, genauso wie man Dausch kennt. Ich habe aber anderes nicht von ihm erwartet und dementsprechend war auch gut Einsatz für ihn. Dirk Retzlaff bitte hier vorne. Wie schätzt du die Sache bei Brandi Mirbajic ein? Kann er nächste Woche wieder ins Training einsteigen oder braucht er noch Zeit? Ja, ich hoffe, Bay ist sehr wichtig für uns und wir kommunizieren tagtäglich mit ihm. Und das Problem ist, dass er jetzt Adduktorenprobleme gehabt hat, jetzt letzte Woche komplett aus dem Gefecht, weil er auch krank war und angeschlagen ist. Montag hat er Untersuchung nochmal und dann werden wir sehen, wie weiter mit ihm geht. Aber wenn er gesund ist, dann werden wir natürlich auch definitiv auch mit ihm planen. Das war's. Dann vielen Dank fürs Kommen. Joe, euch guten Heimweg, viel Erfolg. Ich sag mal hoffentlich bis ins neue Jahr. Sehen wir uns wieder hier gerne. Ihnen allen vielen Dank fürs Kommen. Schönes Wochenende.